So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Ikoria Boosterpackung mit 15 Karten. Also Deutsch. Gucken wir uns dieses Ding mal an. Wir haben die Gefängnissphäre. 4 Mana Verzauberung mit Flash. Und wenn ihr ins Spiel kommt, tappt ihr eine Kreatur. Und die Kreatur tappt nicht während des Enttapp-Segments des Beherrschers. Reißende Klauen, okay. 2 Mana Spontanzauber. Eine Kreatur kriegt Doppelschlag bis zum Ende des Zuges mit Umwandlung. Das ist gar nicht mal bad. Garnisonskatze, oh mein Gott, ihr Köttchen. Ein Mana 1-1. Wenn ihr stirbt, kriegt man einen weißen 1-1 Mensch-Soldaten-Spielstein. Überraschend, da bis 2 Mana Spontanzauber legt eine +1/+1 Marke und eine Lebensverknüpfung Marke auf eine Kreatur. Nicht schlecht. Mosfell Goriak. 3 Mana 2-4 Wachsamkeit. Okay, hübsch. Sicher behüten. 2 Mana Spontanzauber neutralisiert einen Zauberspruch, der eine bleibende Karte eurer Wahl als Ziel hat. Danach zieht ihr eine Karte. Essenz-Symbiont. 2 Mana 2-2. Immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, mutiert, lege eine +1/+1 Marke auf die Kreatur und ihr haltet 2 Lebenspunkte. Antizipizieren. 2 Mana Spontanzauber. Ihr schaut die obersten 3 Karten eures Decks an, nehmt eine davon auf die Hand und die anderen 2 legt ihr unters Deck. Düsterer Handel. 3 Mana Spontanzauber. Nee, 4 Mana Spontanzauber. Ihr schaut die obersten 3 Karten der Bibliothek an, ihr nehmt 2 Karten davon auf die Hand und die andere legt ihr in den Friedhof. Und danach verliert ihr 2 Leben. Pazifismus. 2 Mana Spontanzauber. 2 Mana Hexerei. 2 Mana Verzauberung. Ihr verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann weder angreifen noch blocken. Wunderschönes Artwork. Majestätisches Goldhorn. 5 Mana 4-4 mit Mutation. Also ihr könnt die Karte auf oder unter einen Nicht-Menschen legen. Wachsamkeit. Und immer wenn eine Kreatur, wenn diese Kreatur mutiert, erhaltet ihr 4 Lebenspunkte. Nobler Leosaurus, 2 Mana 2-2 mit Mutieren. Immer wenn diese Kreatur mutiert, erhalten alle andere Kreaturen, die ihr kontrolliert, +2/+1 bis zum Ende des Zuges. Das ist gut. Komischer Vogel. Das ist wirklich ein komischer Vogel. 4 Mana 2-4 fliegend mit Cycling. Und wenn der gecycelt wird, könnt ihr eine Fliegendmarke auf eine Kreatur eurer Wahl legen. Unser Rare ist Dranatischer Magistrat, 2 Mana 1-3. Deine Gegner können Zaubersprüche von nirgendwoher außer der Hand wirken. Super mächtige Karte. Viel zu underplayed. Wildes Hochland und so eine Stanzmarke mit diesen Stanzdingern hier drin. Ja, soviel zu Ikoria. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, na Blacksheath. Ciao, ciao.